Rund 5000 Besucher kamen am Sonntag zum Tag der offenen Tür im Gandakeseer Atlaswerk. Zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens, das von Hinrich Weihhausen 1919 in Delmenhorst gegründet worden war, hatte die Atlas GmbH alle Mitarbeiter, Ehemalige und Rentner mit ihren Familien sowie Kunden und Geschäftspartner eingeladen. Stolze Väter zeigten ihren Familien, wo sie arbeiten, ehemalige Beschäftigte staunten, was sich verändert hat oder auch nicht. Beeindruckte Kunden und Handelspartner schauten sich an, wie die Bagger gebaut werden. Mittendrin war auch Geschäftsführer Brahim Stitu und Eigentümer Phil Filipov, der das kriselnde Unternehmen 2010 vom Terex-Konzern gekauft und wieder auf Kurs gebracht hatte.